Ein herzliches Willkommen zu unserem CL-Sprint heute. Ich freue mich ganz besonders, dass Werner Sauter sich bereit erklärt hat, heute dieses Thema agile Werteentwicklung und Kompetenzentwicklung mit uns zu diskutieren. Wir haben verabredet, der Werner wird so maximal eine halbe Stunde uns nochmal einstimmen in das Thema und anschließend gibt es Gelegenheit, dann hier gemeinsam zu sprechen. Bis dahin bitte ich euch immer darauf zu achten, dass eure Mikrofone ausgeschaltet sind, sonst haben wir so viel Störgeräusche in der Aufzeichnung nachher. So, Werner, darf ich gleich an dich übergeben? Herzlich willkommen hier und vielleicht führst du uns richtig ein in dieses Thema Werte und Kompetenzentwicklung. Okay, vielen Dank. Es freut mich, da das eine so große Resonanz ist. Allein in der Überschrift stecken jetzt ja schon Begriffe agil, Werte, Kompetenzentwicklung, Arbeitswelt 4.0, über die wir jetzt heute unter dem Aspekt des Lernens sprechen wollen. Vielleicht vorab kurz ein paar Worte zu mir. Ich habe mich so in meinem ganzen Berufsleben mit dem Thema Bildung, insbesondere betriebliche Bildung, beschäftigt und seit jetzt fast 20 Jahren berate und begleite ich Unternehmen bei der Entwicklung, Konzipierung von innovativen Lernkonzeptionen. Ich tummle mich bisher überwiegend in Großunternehmen, das ändert sich aber so langsam. Nach und nach bekommen wir plötzlich jetzt auch Zugang zu mittelständischen Unternehmen und das freut mich sehr, weil ich denke, dass mittelständische Unternehmen mindestens so gut geeignet sind, solche Konzepte umzusetzen, wie das in großen Unternehmen möglich ist. Wir haben in den letzten 20 Jahren eine ganze Menge publiziert und ich habe das mal so zusammengestellt. Wenn man links unten beginnt, mit Blended Learning im Jahr 2002 kam dieses Buch heraus. Da ging es noch um formelles Lernen. Wir haben damals das Konzept Blended Learning vorgestellt. Hat wunderbar funktioniert, nur hat es damals keinen Menschen interessiert. Mittlerweile wissen Sie ja aus den Untersuchungen von MMB, dass Blended Learning mit zu den wichtigsten Innovationen zählt. Wenn man jetzt aber mal nach rechts oben geht, dann sehen Sie, dass das Thema Werte, Kompetenzentwicklung immer mehr an Bedeutung gewinnt. Und das hat auch seine Gründe. Wie will ich vorgehen? Ich werde ganz kurz mal auf die heutige Arbeitswelt schauen, mit der Fragestellung, was das fürs Lernen bedeutet. Weil wir gehen einfach von der Hypothese aus, die Lernwelt muss ein Spiegelbild der Arbeitswelt sein. Weil warum machen wir Corporate Learning, betriebliches Lernen, um die Menschen auf die Herausforderungen am Arbeitsplatz vorbereiten zu können? Und das geht nur dann, wenn die Lernwelt wirklich ein Spiegelbild der Arbeitswelt ist, im Idealfall beide miteinander verknüpft sind, um dann im nächsten Schritt mal aufzuzeigen, was das denn für die Lernkonzeptionen bedeutet. Und wir sind der festen Überzeugung, dass wir vor einem Paradigmenwechsel stehen, dass es also nicht nur darum geht, mal hier ein Web-based Training oder ein Lernvideo zu integrieren oder einen Chat zu integrieren, sondern wir brauchen radikal grundlegend veränderte Lernkonzeptionen. Und das hat natürlich, das ist dann der dritte Punkt, auch Auswirkungen auf die Rolle des Corporate Learning. Wenn wir so heute in unsere Konzepte reingehen, unsere Projekte starten, um Bildungskonzepte bei Unternehmen oder auch bei Bildungsanbietern zu gestalten, orientieren wir uns an einer Leitfrage, die wir aus dem YouTube-Video Shift Happens 2019 entnommen haben. Nämlich unsere Leitfrage ist, wie bereiten wir die Mitarbeiter auf Aufgaben vor, die gegenwärtig noch gar nicht existieren, auf die Nutzung von Technologien, die noch gar nicht entwickelt sind, um Probleme zu lösen, von denen wir heute noch gar nicht wissen, dass sie entstehen werden. Und wie gestalten wir heute Corporate Learning? Überwiegend, sehr häufig immer noch in der Form, dass wir seminaristische Konzepte haben, in denen das bisher entwickelte Fachwissen vermittelt, in Anführungsstrichen vermittelt werden soll. Damit kann man diese Herausforderungen mit Sicherheit
nicht lösen. Das heißt, wir müssen wegkommen von diesem Vorratslernen und müssen die Menschen befähigen, selbst organisiert zukünftig ihre Herausforderungen lösen zu können. Und damit sind wir ganz schnell bei dem Thema Werte und bei dem Thema Kompetenzen. Und damit wir auch in der Diskussion nachher über das Gleiche sprechen, bringe ich ganz kurz Definitionen ein. Kompetenzen bezeichnen wir in Anlehnung an Erpenbeck und Heise als die Fähigkeit, in offenen, unüberschaubaren, komplexen, dynamischen, aber vielleicht auch chaotischen Situationen, und jetzt kommt das Entscheidende, selbst organisiert und, wenn Sie so wollen, auch noch kreativ zu handeln. Es geht also um die Handlungsfähigkeit und es geht nicht mehr darum, jetzt hier irgendwelche Curricula abzuarbeiten, die dann in einem Test überprüft werden. Und wenn man sich das mal strukturell etwas genauer ansieht, dann wird eines klar, auch zukünftig müssen wir dafür sorgen, dass die Mitarbeiter Wissen aufbauen, Fertigkeiten aufbauen, dass sie dann über die Anwendungen, Übungen, Fallstudien, Rollenspielen sich auch qualifizieren. Aber Kompetenz geht deutlich darüber hinaus. Sonst hätten wir nicht so viele hochqualifizierte Inkompetente in den Unternehmen. Und Kompetenz setzt also Wissen und Qualifikation voraus, ist aber im Sinne der vorher genannten Definition deutlich komplexer. Und wenn wir Kompetenzen als Zielsetzung nehmen, dann brauchen wir auch Instrumente, um Kompetenzen messen zu können. Und deswegen arbeiten wir mit einem Kompetenzmesssystem, das jetzt auf einem Kompetenzatlas beruht, in unserem Fall also der Kompetenzatlas, der von Erpenbeck und Heise entwickelt wurde, der die Bereiche personale Kompetenzen, Aktivitäts-, Handlungskompetenzen, sozial-kommunikative und Fach- und Methodenkompetenzen umfasst. Und hier kann man zum Beispiel aufzeigen, am Beispiel der Fach- und Methodenkompetenzen, da geht es nicht darum, wie viel die Menschen wissen, die Mitarbeiter wissen, sondern es geht hier immer um die Frage, sind sie in der Lage, ihr Fachwissen wirklich problemlösend, zielgerichtet, methodisch sinnvoll anzuwenden. Wir haben mittlerweile sehr gute Erfahrungen mit Kompetenzmesssystemen. Mit John Erpenbeck zusammen habe ich vor 2 Jahren ein Handbuch Kompetenzmessung herausgegeben. Dort haben wir 40 Methoden dargestellt, die aus unserer Sicht wirklich relevant und sinnvoll sind. Hier sehen Sie jetzt ein Beispiel einer Kompetenzmessung, bei der wir uns an einem Soll-Profil orientieren, das unternehmensspezifisch gestaltet wird, wo wir Zielkorridore hier definieren und dann über Selbst- und Fremdeinschätzungen dann zu konkreten Erfassungen der Kompetenzen der Mitarbeiter kommen. Und jetzt kommt schon der entscheidende Paradigmenwechsel. Bisher arbeiten wir im betrieblichen Kontext nach wie vor ganz stark mit Curricula, wo irgendein Gremium vor einigen Jahren, vielleicht sogar Jahrzehnten, wie zum Beispiel in der Bankausbildung, wo der aktuelle Lehrplan aus dem Jahr 1996 stammt. Also wir orientieren uns dann an vorgegebenen Wissens- und Qualifikationszielen. Und wir sagen, wir müssen davon wegkommen. Und jeder Mitarbeiter definiert jetzt seine individuellen, seine persönlichen Kompetenzziele auf Basis solch einer Kompetenzmessung. Dabei beraten wir ihn und helfen ihm, dann quasi seine individuellen Kompetenzziele zu definieren. Im Laufe der letzten Jahre gewinnt dabei aber das Thema Werte immer mehr an Bedeutung. Und der Grund dafür ist, dass Werte und Kompetenzen untrennbar miteinander verbunden sind. Wenn Sie sich zum Beispiel vorstellen, wie jemand eine Entscheidung treffen soll, der vor einer ganz schwierigen Herausforderung steht und jetzt sofort entscheiden muss, weil der Kunde vielleicht sofort auf die Antwort wartet,
dann werden wir immer wieder auf unsere eigenen Erfahrungen zurückgreifen, auf Erkenntnisse, die wir in früheren Prozessen getroffen haben und aus der Bearbeitung von Problemstellungen in der Vergangenheit haben wir alle im Laufe der Zeit uns Ordner aufgebaut, die uns orientieren. Werner, dein Ton ist weg. Das wieder aufzuheben. Also offensichtlich hat mich ein Teilnehmer stumm geschaltet, aber ich hoffe, man hört mich wieder. Ja, bist wieder da. Ja. Okay, das heißt also, wenn wir schon selbstorganisiert handeln sollen im Sinne dieser Kompetenzdefinition, dann brauchen wir zwingend Werte, die uns als Ordner, als Orientierung, als Leitfaden dienen, weil letztendlich ist es so, dass wir heute im Zuge der Arbeitswelt 4.0 ja immer komplexere Aufgaben übernehmen können, weil uns intelligente Computersysteme helfen, auch Aufgaben zu übernehmen, die vielleicht früher nur von einem gesamten Team übernommen werden konnten. Und da wir immer mehr auf uns alleine gestellt sind, eigenverantwortlich handeln, brauchen wir zwangsläufig auch immer mehr Werte als Ordner unseres Handelns. Wir haben dazu in einem Projekt mit John Erpenbeck zusammen, der ja bereits auch diesen Kompetenzatlas entwickelt hat, einen Werteatlas entwickelt, der auf den wissenschaftlichen Erkenntnissen der letzten Jahrzehnte beruht. Und wir haben hier ein Modell entwickelt, das jetzt Genusswerte, Nutzenwerte, ethisch-moralische, sozial-weltanschauliche Werte umfasst. Dabei geht es immer um die Frage, was ist den Menschen wichtig? Wenn ich also zum Beispiel den Wert Kreativität nehme, dann sind das Menschen, denen es besonders wichtig ist, ihren Einfallsreichtum, ihre Fantasie hier auszuleben und die Freude daran haben, wenn sie zu kreativen Ergebnissen kommen. Andere freuen sich eher, wenn sie gemeinnützig tätig werden können. Oder andere streben eher eine Belohnung, einen hohen Lebensstandard, vielleicht sogar auch Macht oder andere Elemente an. Wir können heute auch diese Werte erfassen. Wir haben hier ein entsprechendes System entwickelt und erfassen zum Beispiel auf Teamebene dann die Ist-Werte, wie sind die Werte ausgeprägt im Team, fragen aber gleichzeitig auch danach, wie wünscht ihr euch denn die Werte im Team, um daraus dann entsprechende Maßnahmen und Ziele ableiten zu können. Das heißt also, zusammengefasst, wir kommen weg von diesem Curricula und können jetzt mit Hilfe solcher Messsysteme zukünftig individuelle Werte und Kompetenzziele definieren. Und John Erpenbeck hat es so schön zusammengefasst, Information ist der Rohstoff, Wissen ist der Stoff, Kompetenz das Ziel, und Werte bilden die Kerne von Kompetenzen. Und wenn wir uns jetzt die agile Arbeitswelt betrachten und übertragen das auf das Lernen, dann bedeutet das, dass in den zukünftigen Lernsystemen die Mitarbeiter primär für ihren Arbeits- und damit auch für ihren Lernprozess verantwortlich sind. Die Führungskräfte entwickeln sich zu Mentoren, Entwicklungspartner ihrer Mitarbeiter. Wir brauchen keine Dozenten mehr, aber Lernbegleiter. Und letztendlich werden die Lösungen kollaborativ im Team entwickelt nach den Prinzipien, die wir aus dem agilen Arbeiten kennen. So, was bedeutet das denn jetzt für die Lernkonzeption? Man muss sich hier zunächst mal eines vor Augen halten. Menschen, das hat Horst Siebert schon so treffend auf den Punkt gebracht, Menschen sind unbelehrbar, aber es kommt das Tröstliche. Sie sind lernfähig. Wir müssen also wegkommen von dieser Idee, jetzt Menschen belehren zu können, Werte oder Kompetenzen vermitteln zu können. Das funktioniert nicht. Und wenn wir uns mal bei den Gehirnforschern orientieren, dann hat Gerhard Roth das sehr schön auf den Punkt gebracht. Worte sind nicht ganz unnütz, aber sie allein bewirken nichts.
sondern wir brauchen jetzt Entwicklungs-Lernprozesse, wo wir ganz bewusst Emotionen, Erfahrungen nutzen, um die Werte- und Kompetenzentwicklung tatsächlich voranzubringen. Und wenn man sich jetzt so die Literatur betrachtet und die Forschungsergebnisse, dann gibt es im Prinzip theoretisch drei Möglichkeiten, wie man Werte und Kompetenzen aufbauen kann. Die erste Erkenntnis ist, Werte und Kompetenzen können in der Praxis aufgebaut werden. Man muss sich das nur mal am Beispiel Autofahren vor Augen halten. Wie haben wir Autofahren gelernt? Zunächst haben wir den Theorieunterricht besucht und haben die Regeln gelernt. Wir haben also Wissen aufgebaut. Dann haben wir viele Übungen gemacht, um die Theorieprüfung erfolgreich zu bestehen. Dann waren wir sogar qualifiziert für das Autofahren. Kein vernünftiger Mensch käme jetzt auf die Idee zu sagen, jetzt nehme ich die Autoschlüssel und fahre los. Bei Führungskräften haben wir da komischerweise überhaupt keine Skrupel. Die schicken wir in Business Schools und wenn die dann 20 Fallstudien erfolgreich bearbeitet haben, sagen wir, du bist jetzt eine Führungskraft und kannst das übernehmen. Beim Autofahren leuchtet das ein. Jedem ist klar, ich muss mich selbst an Steuer setzen, ich muss selbst Auto fahren. Ich muss also handeln, um tatsächlich diese Kompetenz aufzubauen. Deswegen basieren unsere Lernkonzepte auf dem Lernen im Prozess der Arbeit oder in herausfordernden Praxisprojekten. Im Idealfall hat man dann noch einen erfahrenen Coach an der Seite, der einen dabei berät, der einem Tipps gibt, der Unterstützung gibt. In dieser Kombination kann Wert- und Kompetenzentwicklung sehr erfolgreich funktionieren. Theoretisch gibt es jetzt auch noch die Trainingsstufe, aber hier müssen wir uns von dem gewohnten Training abwenden, weil Kompetenzen und Werte kann man nur aufbauen, wenn in den Trainings realitätsgleiche Situationen stattfinden, wie man zum Beispiel im Flugsimulator der Lufthansa hat. Da erzählen mir die Menschen, die das mitgemacht haben, dass sie nach kurzer Zeit vergessen, dass sie immer noch am Boden sind, sondern das ist so realistisch, dass sie auch emotional, wenn sie jetzt schwierige Situationen bearbeiten, sich so fühlen, als wenn sie in der Realität wären. Dann kann man Kompetenzen und Werte auch trainieren. Ansonsten müssen wir uns auf die Praxis- und Coaching-Stufe hier konzentrieren. So, wenn man das jetzt betrachtet, dann muss einem klar werden, dass wir einen echten Paradigmenwechsel haben. Wir haben uns bisher auf Inhalte, auf Fertigkeiten, vielleicht auf Qualifikationen bezogen. Zukünftig steht der Mensch als Ganzes mit seinen Denkhaltungen, Werten, aber auch mit seinen Kompetenzen, seiner Handlungsfähigkeit im Mittelpunkt. Wir müssen wegkommen von fremdorganisierten Lehrarrangements hin zu selbstorganisiertem Lernen, das immer mehr im Netz stattfindet, bei dem wir auch Wissen hinterfragen, weil das zukünftige Wissen können wir heute noch nicht wirklich vorhersagen und wo wir deswegen nach Orientierungen, nach Werten suchen. Und letztendlich heißt das, dass das Lerne nicht mehr von oben her von einem Trainer, Dozenten, von einer Personalentwicklung geplant werden kann, sondern die Mitarbeiter planen ihre Lernprozesse selbst und bauen hier ihre Lernprozesse entsprechend auf. Deshalb benötigen wir auch eine neue Didaktik, eine Ermöglichungsdidaktik, die abkehrt. Eine Abkehr bedeutet von der Fiktion, der Vermittlung, und die letztendlich zum Ziel hat, dem Lerner alles zur Verfügung zu stellen, was er braucht, um seinen Lernprozess selbst organisiert zu gestalten. Deswegen erweitern wir unsere aktuellen Learning Management System um Tools für die Planung. Das fängt bei der Wertekompetenzmessung an. Das können auch Lernpfade, Empfehlungen sein, bis hin zur Beratung. Wir stellen alles zur Verfügung, um im Netz das soziale Lernen zu ermöglichen, also Kommunikations-, aber auch Kollaborationstools. Wir stellen das Wissen in möglichst modularisierter Form zur Verfügung, aber auch in Form von Verlinkungen in das Intranet, ins Internet und versuchen auch möglichst
aussagefähiges Feedback zu geben. Und wenn ich jetzt mal ein Beispiel der Führungskräfteentwicklung das aufzeigen kann, dann sehen unsere Lernarrangements so aus, dass wir zunächst mal, wie beschrieben, mit einer Wertekompetenzmessung beginnen. Daraus leitet sich die individuelle Definition der Lernziele ab. Und auf Basis dieser Lernziele vereinbart jeder Teilnehmer sein persönliches Praxisprojekt, seine Herausforderungen in der Praxis. Dann starten wir immer mit einem Kick-off, weil wir gelernt haben, wenn wir die Mitarbeiter aus ihrer fremdgesteuerten Lernwelt abholen, dann müssen wir ihnen helfen, diesen Übergang gezielt zu gestalten. Deswegen dient der Kick-off einer einzigen Zielsetzung, nämlich es soll den Mitarbeitern die Möglichkeit geben, ihre individuellen, selbstorganisierten Lernprozesse möglichst professionell zu gestalten. Und wir haben jetzt genau untersucht, was sind die Erfolgskriterien für selbstorganisiertes Lernen? Und es kam ein relativ paradoxes Ergebnis heraus. Wir haben gelernt, je höher wir die Verbindlichkeit im Kick-off schaffen können für die Umsetzung der Vereinbarungen, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass die Lernprozesse klappen. Deswegen, und das ist aber auch gut erklärbar, weil die Menschen, wenn sie an ihren Arbeitsplatz zurückkommen, werden sie einfach von den Herausforderungen am Arbeitsplatz überrollt. Hier müssen sie eine Studie abliefern, da muss ein Kunde besänftigt werden und jedes Mal rutscht das Lernprojekt nach hinten. Wir haben aber gelernt, wie wir die Verbindlichkeit sehr hoch halten können, indem wir nämlich nach agilen Prinzipien wöchentliche Sprints schaffen, Lernpartnerschaften bilden, die sich einmal in der Woche treffen, sich austauschen, Lerngruppen schaffen, die sich regelmäßig austauschen. Das heißt, wir wenden diese agilen Prinzipien mit einer hohen Verbindlichkeit, die wir auch noch durch schriftliche Vereinbarungen unterstützen, auf die Bearbeitung der Praxisprojekte ein. Und dann wenden die Teilnehmer bearbeiten die Teilnehmer ihre Praxisprojekte, indem sie den Ermöglichungsrahmen nutzen, sehr stark sich mit Lernpartnern austauschen, auch nach der Spielregel agieren, dass sie zunächst mal gemeinsam mit den Lernpartnern ihre Probleme, ihre Fragestellungen lösen und der Lernbegleiter eher eine sehr zurückgezogene Rolle als Coach spielt und eigentlich immer erst dann in Anspruch genommen wird, wenn es die Gruppe nicht selbst schafft, die Problemstellungen zu lösen. Dann trifft man sich in Workshops und das kann sich so in einem 4-Wochen-Rhythmus regelmäßig wiederholen. So, wenn man das zusammenfasst, dann ergeben sich vollkommen neue Aufgaben und Herausforderungen für die heutige Personalentwicklung. Es geht jetzt nämlich darum, Werte und Kompetenzen auf der Mitarbeiterebene, wie gerade beschrieben, zu ermöglichen, dann aber auch parallel auf der Teamebene und auf der gesamten Organisationsebene entsprechende Entwicklungsprozesse zu initiieren, weil wenn sich die Kultur auf der Organisations- und Teamebene immer noch so in den tradierten Strukturen bewegt, dann kann man nicht davon ausgehen, dass die einzelnen Mitarbeiter sich jetzt bereits im Sinne dieser Selbstorganisation entwickeln. Und deswegen besteht die Aufgabe, Werteentwicklung auf der Mitarbeiterebene einmal zu ermöglichen, aber auch jetzt beispielsweise auf der Teamebene. Und nur um das ganz kurz zu skizzieren, auf der Teamebene arbeiten wir mit der Erfassung der Werte und Kompetenzen, wie sie heute tatsächlich sind, also mit dem Ist, fragen auch den Wunsch ab, um dann in einem gemeinsamen Prozess zu Sollwerten und Sollkompetenzen zu kommen. Und das ermöglichen wir, indem wir gemeinsam dann mit dem Team auf Basis dieser Erhebungen eine gemeinsame Mission der Teamwerte und der Teamkompetenzen entwickeln, daraus Sollprofile ableiten und dann Entwicklungsprozesse ableiten, die wir im Rahmen von sogenannten Korridorthemen jetzt angehen. Das heißt, wo die Teams
parallel bestimmte Fragestellungen, wie zum Beispiel Umsetzung der neuen Compliance-Richtlinien, bearbeiten, sich dann aber auch über diesen Ermöglichungsrahmen miteinander austauschen und so in der Praxis ihre Teamwerte weiterentwickeln. Und auch auf Organisationsebene arbeiten wir stark mit solchen Korridorthemen, wo wir über die gesamte Unternehmung hinweg solche Themen, wie ich sie hier dargestellt habe, darstellen. Und wir halten es für wichtig, auf der Organisationsebene auch die Möglichkeit zu bieten, dass sich alle Mitarbeiter hier in diesen Prozess mit einbringen. Und da haben wir in der Corporate Learning Community ja hervorragende Erfahrungen gesammelt mit unserem MUKA-Ton. Und ich denke, also ich bin fest überzeugt, das ist ein ideales Modell, um auch in Unternehmen es jedem Mitarbeiter zu ermöglichen, sich in den Austauschprozess der Werte, der Kompetenzentwicklung mit einzubringen. Das kann zum Beispiel so laufen, dass man im Wochenrhythmus dann die einzelnen Teams bittet, ihre Ergebnisse, ihre Projektarbeiten zu präsentieren. Jeder kann sich hier in die Kommunikation mit einbringen, Kommentare mit einbringen. Und wenn man dann zum Beispiel solch einen Prozess über 8 Wochen gestaltet hat, wie wir das sehr erfolgreich gemacht haben, kann man dann ein Team bilden, welches sich dann einschließt, um daraus die Quintessenz für die weitere Entwicklung der Werte und Kompetenzen im Unternehmen zu gestalten. Ich denke, die Erfahrungen, die wir da vor 2 Jahren gemacht haben, die waren so positiv, dass wir das auf die Organisationen auf jeden Fall übertragen sollten. Und ich wundere mich eher, warum es noch nicht mehr Organisationen bisher versucht haben. So, damit sind wir eigentlich fast schon am Schluss. Wertemanagement auf Team- und Organisationsebene ist dann auch ein Kulturmanagement, weil letztendlich die Werte, die Kompetenzen, die Denkweisen letztendlich die Kultur gestalten. Und die zukünftige Personalentwicklung, die dann vermutlich anders heißen wird, bekommt auch eine ganz andere Positionierung im Unternehmen. Sie wird zum strategischen Partner der oberen Führung. Ich bin fester Überzeugung, dass die Personalentwicklung, der Bildungsbereich von Anfang an auch schon in den Strategieentwicklungsprozess mit integriert werden soll. Nur dann kann eine gezielte Steuerung der Wert- und Kompetenzentwicklung stattfinden. Eine Kernaufgabe des zukünftigen Wert- und Kompetenzmanagements ist dieser Ermöglichungsrahmen, den ich geschildert habe, die Begleitung der notwendigen Veränderungsprozesse, natürlich auch die Sicherstellung, dass die Learning Professionals, also die Bildungsplaner und die heutigen Trainer und Dozenten ihre zukünftigen Rollen übernehmen können, aber auch, dass die Führungskräfte sich zu Entwicklungspartnern, zu Mentoren entwickeln, um letztendlich eine Gesamtkonstellation zu schaffen, die selbstorganisiertes Lernen möglich macht. Und für die Trainer und Dozenten ergeben sich grundlegende Veränderungen, die sich nämlich in Richtung eines Lernbegleiters entwickeln, der sehr viel mehr coacht, der seine Stärke in der Kommunikation, im Einfühlungsvermögen hat. Und dort erleben wir häufig Widerstände. Und wir haben aber eine Methode gefunden, um die Trainer, Dozenten, aber auch Bildungsplaner, die heute noch eher ablehnend sind, zu gewinnen. Weil wir haben eines gelernt, wenn wir diese Zielgruppen gewinnen wollen und wir müssen sie gewinnen, dann müssen wir ihnen erstmal die Chance geben, aus dem Blickwinkel eines Lerners solche Lernkonzepte selbst zu erleben, um dann ihre eigenen Erfahrungen, auch ihre eigenen Werte, die sie dabei aufbauen, auf ihre eigene Konzeption zu übertragen. Das heißt, diese Kompetenzentwicklung der Learning Professionals erfolgt genau nach dem gleichen Prinzip wie vorher beschrieben, nur dass die Learning Professionals dann schon ihre eigenen Bildungs- und Lernprojekte bearbeiten. Und zum Schluss vielleicht noch ein Zitat, was uns sehr beeindruckt hat, von Jack Ma, Gründer von Alibaba, der in Davos
hier zum Thema Bildung gesprochen hat und der letztendlich zur Erkenntnis kommt, dass Werte, Überzeugungen, unabhängiges Denken, Teamwork, Mitgefühl die Kerne der zukünftigen Bildung sein müssen, damit wir tatsächlich unsere Ziele erreichen. Und mit diesem Zitat will ich so meinen Input hier beenden. Habe es auch genau mit 30 Minuten geschafft. Dann gebe ich zurück an Karl-Heinz Pape. Ja, wunderbar. Ist eine Punktlandung. Herzlichen Dank, Werner, für deine Einstimmung. Ihr Teilnehmer dürft jetzt alle eure Mikrofone nacheinander einschalten, wenn ihr was sagen wollt. Also einfach einschalten und dazwischen reden. Vielleicht so eine erste Frage erstmal von mir, Werner. Das Thema Wertemessung ist ja noch relativ ungewöhnlich. Ich kenne kaum Unternehmen, die sowas machen. Du hast es verbunden mit der Kompetenzentwicklung. Das klingt jetzt so, als wäre es notwendig, erstmal zu messen, auf welchen Werten basieren denn die Entscheidungen der einzelnen Teammitglieder, um dann überhaupt über eine Kompetenzentwicklung zu reden. Bisher reden wir schon über Kompetenzentwicklung und jeder Mitarbeiter weiß auch, wo er hin will und beginnt schon mal Dinge zu machen und sich Dinge zu erarbeiten, die er bisher noch nicht so konnte. Macht es Sinn, wenn man seine Werte nicht kennt? Ja, wir arbeiten jetzt seit 20 Jahren mit Kompetenzerfassungen. Ich benutze lieber das Wort Erfassung als Messung. Das klingt so mathematisch genau. Es geht eigentlich darum, Transparenz zu schaffen, die Dinge zu erfassen. Wir arbeiten seit 20 Jahren mit Kompetenzerfassungen und können daraus, denke ich, sehr gut Zielsetzungen und dann auch Maßnahmen ableiten. Was aber die Wertemessung als neuen Aspekt einbringt, ist, wenn ich Kompetenzen erfasst habe und erfasse dann im zweiten Schritt die Werte, dann kann ich Rückschlüsse daraus ziehen. Warum nutzen Mitarbeiter bestimmte Kompetenzen besonders stark? Was sind die Antriebe dafür, bestimmte Kompetenzen stärker zu nutzen? Was man nicht machen kann, ist, das haben wir auch gelernt, man kann jetzt von bestimmten Werten nicht darauf schließen, welche Kompetenzen die Menschen dann tatsächlich an den Tag legen werden. Man kann aber umgekehrt aus den Kompetenzen, wenn man jetzt eine entsprechende Wertemessung macht, Rückschlüsse darauf ziehen, was sind die Antriebe für bestimmte Kompetenzen. Und das kann sehr hilfreich sein, wenn man jetzt versucht, gewisse Handlungsweisen, Vorgehensweisen von Menschen zu analysieren. Mhm. So, vielleicht gibt es auch Fragen aus dem Publikum. Ja, ich habe eine Frage betreffend Präsentation als didaktisches Instrument. Also ich fand den Inhalt der Präsentation sehr interessant und sehr relevant, sehr wichtig. Aber ich möchte fragen, was hätten Sie als Alternative zu einer Präsentation machen können, um Lernen unter uns stärker zu fördern? Eine Frage, die uns ständig bewegt. Ich glaube, auf dieser jetzt virtuellen Ebene, wo wir uns gerade bewegen, fällt mir eigentlich nichts dazu ein. Wenn wir jetzt im gleichen Raum miteinander sitzen würden, dann hätte ich diese Präsentation, wenn wir genügend Zeit zusammen hätten, niemals in der Form gemacht, sondern ich hätte mir vorstellen können, dass ich erstmal einen Teilbereich in 5 bis 10 Minuten mit einem ganz knappen Input gestalte und dann aber über Reflexionsfragen hier ganz schnell in die Diskussion zu kommen. Noch besser wäre es gewesen, wenn ich Ihnen hätte im Vorfeld jetzt schon eine Kompetenzmessung zuschicken können, sodass Sie dann eine Wertekompetenzmessung schon mal selbst erlebt hätten, wo ich dann mit Ihnen vielleicht telefonisch ein Gespräch dazu geführt hätte. Und wenn wir uns dann anschließend treffen, dann wären wir quasi mit einer Reflexion über Ihre eigenen Erfahrungen eingestiegen und hätten dann so im Sandwich-Prinzip immer kurze, knappe Inputs, wo es nötig ist, aber intensiven, relativ umfangreichen Austausch, hätten wir uns in das Thema reinbegeben. Ich hoffe, ich konnte da Ihre Frage damit beantworten. Ja, danke. Noch kurze Follow-up-Frage. Verstehe ich es so, dass die technologischen Tools, die wir zur Verfügung haben, einfach nicht gut genug sind?
Ja, Sie meinen jetzt im digitalen Kontext, oder? Ja, genau richtig. Was heißt nicht gut genug? Ich erlebe solche Vorgehensweisen, wie ich sie gerade beschrieben habe ich auch schon im Netz erlebt. Aber das waren dann Gruppen, mit denen ich regelmäßig gearbeitet habe, die einfach gewohnt waren, online dann sie miteinander auszutauschen, wo es keine Hemmschwellen gab. Wenn man jetzt aber, das ist so meine Erfahrung, aber da kann mir gerne jemand widersprechen, wenn man jetzt so eine Gruppe hat, wie wir jetzt sind, wo ich nicht einmal weiß, mit wem habe ich es konkret zu tun, wo wir uns nicht untereinander kennen, halte ich es für schwierig, wenn nicht gar für unmöglich, so eine methodische Vorgehensweise, wie ich sie gerade für die Präsenz beschrieben habe, hier im Netz durchzuführen. Aber nochmal, wenn die Gruppe quasi eingespielt ist und gewohnt ist, sich so auszutauschen, dann geht sowas auch im Netz selbstverständlich. Danke. Herr Schmidt, ich hätte auch gerne eine Frage, und zwar, was haben Sie für Erfahrungen mit Mitarbeiterinnen, die jetzt die Freiwilligkeit nicht so gut nutzen? Also wir haben jetzt sehr viel gehört über Selbstorganisation, und das finde ich alles sehr gut, und für Menschen, die sehr motiviert sind, und deswegen sitzen wir heute zusammen, ja, und niemand sozusagen ist hierher getragen worden, sondern alle sind freiwillig dabei. In der Organisation sind aber nicht immer alle freiwillig dabei. Sie haben es ja selber auch gesagt, das Tagesgeschäft ist dann manchmal wichtiger, oder muss halt noch schnell irgendein Problem lösen. Und also aus meiner Sicht ist der Unterschied zwischen dabei zu sein und nicht dabei zu sein Interesse, ja. Interesse zu fördern oder Freiwilligkeit zu fördern, da würden mir Ihre Erfahrungen, da wäre ich sehr dankbar dafür. Okay, also das ist eine ganz, ganz zentrale Frage. Wenn ich mal zurückgehen darf zu den formellen Lernsystemen, E-Learning, Blended Learning und so weiter, da haben wir uns ja jahrzehntelang immer Gedanken gemacht, wie können wir die Lerner motivieren, dass sie endlich dieses Lernprogramm auch mit Freude, mit Spaß bearbeiten, haben uns fantastische Animationen und Grafiken und Bewegungen und so weiter überlegt. Und letztendlich mussten wir aber erfahren, also das sind meine Erfahrungen, extrinsisch kann man die Mitarbeiter kaum motivieren. Und was haben dann viele Unternehmen gemacht? Dann musste man halt zwangsläufig, musste jeder Mitarbeiter die Compliance-Software bis dann und dann bearbeitet haben, sonst bekommt er Ärger. Also lange Rede, kurzer Sinn. Ich glaube mittlerweile nicht mehr dran, dass man Menschen extrinsisch dauerhaft nachhaltig motivieren kann. Das sind immer nur Strohfeuer. Aber, und jetzt komme ich zum tröstlichen Teil meiner Antwort, das Konzept, was ich Ihnen vorgestellt habe, beruht ja darauf, dass jeder Teilnehmer mit seiner eigenen Führungskraft ein herausforderndes Praxisprojekt oder eine Praxisaufgabe hier vereinbart. Das heißt, es ist nicht seiner Freiwilligkeit überlassen, ob er jetzt Lust hat oder so jetzt dieses Lernprogramm aufzurufen, sondern am Anfang steht auf Basis der Wert- und Kompetenzmessung ein ganz konkreter Auftrag, den ich als Lerner wie einen sonstigen Arbeitsauftrag, den ich von meinem Chef bekomme, mit meinem Chef vereinbare. Der muss dafür sorgen, dass die notwendigen Rahmenbedingungen finanzieller, vielleicht sogar personeller Art oder zeitlicher Art da sind. Und dann bearbeite ich diesen vereinbarten Auftrag. Und damit sind wir aus der Diskussion weg, wann sollte der Mitarbeiter überhaupt lernen, sondern er hat ja im Rahmen seines gesamten Arbeitsauftrages jetzt diesen spezifischen Arbeits- und damit auch Lernauftrag übernommen. Und vielleicht noch eine Ergänzung. Wir wissen aus der Lernforschung, die höchste Motivation bei Lernern erreicht man immer dann, wenn man sie genau bei ihrem akuten Problem abholt. Und genau das tun wir ja.
wenn mein Chef mir gesagt hat, du lieferst mir in 4 Wochen hier eine überzeugende Lösung, dann habe ich ein akutes Problem und dann werde ich alles tun, um meinem Chef in 4 Wochen auch tatsächlich eine gute Lösung zu zeigen. Und dieses Abholen bei den aktuellen Herausforderungen, das ist eigentlich das Geheimnis in diesen Lernkonzepten. Noch ein Satz dazu. Ich habe auch erfahren in verschiedenen Projekten, wenn die Führungskräfte das Konzept nicht verstanden haben und mit dem Mitarbeiter eher mal so ein Projekt vereinbart haben, mit dem man normalerweise Praktikanten ruhig stellt, was also der Mitarbeiter gar nicht als Herausforderung empfindet, dann funktioniert das Konzept nicht. Diese herausfordernde Aufgabenstellung ist eigentlich das Geheimnis des Erfolgs dieses Social Blended Learning Ansatzes. Ich will einmal ganz kurz zu Elisabeth was sagen. Elisabeth, du hast gerade gesagt, wie motiviert man Lerner quasi? Also das Extrinsische war ja eh klar, ich glaube vorher auch schon nochmal bekräftigt. Zum einen einmal was zu diesem Self-Directed Learning, worüber wir jetzt quasi eben gesprochen haben. Da will ich nachher was sagen. Und meine Erfahrung ist, und auch das, was quasi jetzt grundlegend vermittelt worden war im Masterstudiengang angewandtes Wissensmanagement, dass wir die Anreizsysteme anders machen müssen, dass wir nicht Einzelkämpfer belohnen, dass wir nicht einzelne Teams in Silos quasi packen und diese Teams belohnen, sondern dass wir gucken, welcher Anreiz quasi passt denn in dem Moment jetzt, wo wir gerade drüber sprechen, werteorientiert zu demjenigen, der quasi ein Bienchen dafür kriegt oder ein Sternchen. Und das fand ich vorhin ganz toll, Werner Sauter, was Sie gesagt hatten, dass man nämlich am Anfang guckt, mit den unterschiedlichsten Wertemodellen, wie wir haben. Das sind ja alles auch Motivationspunkte, sage ich mal, an denen man uns kriegen kann, als Mensch. Jetzt nicht als irgendjemand mit einem Fachaufgabe oder sonst wie. Von daher da einfach, wenn das okay ist, eine Antwort von mir. Die Anreizsysteme dem Werteverhalten quasi anpassen. Einfach mit den Leuten reden. Also ich letzte, gar nicht vor 2 Wochen auf dem IOM Summit, wo das so schön gesagt, greifen wir zum Äußersten, reden wir miteinander. Also da einfach mal zu fragen, Mensch, wo steht ihr, was motiviert euch oder woran habt ihr Freude? Das ist manche, oder früher war ja immer so, ja, dann kriegen die mehr Geld, ja, aber ich sag mal, in dem Segment, wo wir uns jetzt tummeln, ist Geld nicht unbedingt mehr der Anreiz, auch wenn das natürlich nett ist. Aber vielleicht ist es so, dass man eben, weil man eine bestimmte Sache gezeigt hat, als Team oder als vernetztes Projektlösungsteam, dann sagt, okay, weil ihr das und das gemacht habt, ihr wollt die Sache als nächstes, was wollt ihr? Und es kann auch eine Projektaufgabe sein, die einfach auch eine Art von Wertschätzung ausdrückt. Also zunächst mal, ich finde es sehr gut, dass Sie Ihren Beitrag einbringen. Genauso muss es sein. Auch inhaltlich kann ich Ihnen voll zustimmen. Deswegen schicken wir ja praktisch, wenn wir die Wert- und Kompetenzmessung durchgeführt haben und der Mitarbeiter seine persönlichen individuellen Wertekompetenzziele definiert hat, sagen wir ihm, geh jetzt bitte zu deiner Führungskraft und führe ein Entwicklungsgespräch mit ihm, an dessen Ende du dann dieses Projekt oder eine schwierige Praxisaufgabe definiert hast. Also nur als Beispiel, um das noch zu illustrieren. Wenn jemand sich zum Beispiel als Kompetenzziel setzt, ich möchte meine Kommunikationsfähigkeit steigern, dann sollte er nach unserer Empfehlung mit seiner Führungskraft eine Praxisaufgabe durch die Übernahme einer Gruppe, einer Arbeitsgruppe oder so übernehmen, wo wir wissen, dass dort die Kommunikation besonders schwierig ist, um genau in solch einer schwierigen Herausforderung dann an seiner Kommunikationsfähigkeit zu arbeiten. Darf ich an der Stelle einen kurzen Einschub machen? Wir reden ja hier auch miteinander und wir gleiten immer mehr ins Sie ab. Wir haben in der Corporate Learning Community, damit dieses gleiche Augenhöhe-Prinzip gut funktioniert, das Du verabredet. Also ihr dürft alle beim Du bleiben. Okay. Ich wollte an der Stelle noch einmal zurückkommen auf ein Beispiel. Also wir haben im Studiengang Englisch quasi als Fach gehabt, aber nicht irgendwie vorne steht einer und erklärt uns nochmal die Zeiten, sondern unser Englischunterricht oder unser Englisch-Thema war komplett über Self-Directed Learning organisiert. Das heißt, wir selbst als Studenten haben am ersten Tag der Vorlesung gesagt, so, was ist unser Lernziel, woran wollen wir arbeiten? Beispiele sind jetzt, glaube ich, erstmal egal, aber wir sind den eigenen Fragen beim Lernen nachgegangen. Das ist der Hauptpunkt.
Und die Dozentin, die das gemacht hat, die hat noch zusätzlich was ganz Tolles eingebaut, nämlich für diejenigen, die das erste Mal, das war ja in unserem Fall genauso, die das erste Mal Self-Directed Learning gemacht haben, nämlich sich selbst die Ziele gesteckt haben, wir mussten auch Arbeitsergebnisse liefern und das vorstellen und so weiter, dass wir auch selbst reflektiert haben im langen, langen Artikel, wie hat das denn geklappt und warum hat es vielleicht nicht geklappt. Ich erzähle das so ausführlich, weil letzten Endes bei uns allen, vorhin sagtest du, Werner, das ist das Tagesgeschäft, das dazwischen kommt. Ja, ich muss allerdings sagen, Studium, Selbstständigkeit, Familie und so weiter, es kommt einfach auch immer mal das Leben dazwischen. Und an der Stelle finde ich es ganz, ganz wichtig, dass man auch darüber nachdenkt und sagt, ich habe zwar konkret in Englisch zum Beispiel das und das Lernziel und ich stecke mir das, ich bin aber so variabel, auch in demjenigen, der das als Lernbegleiter quasi abfordert, dieses Ergebnisse, diese Essenz, dass ich sagen kann, nein, das soll keine Ausrede sein, der Hund hat die Mathe-Sachen oder Hausaufgaben gefressen oder so, um das einmal zu sagen, sondern ich muss einfach weiterhin wertschätzend miteinander sein und auch die Art der Lösung, die dann gegeben wird, immer im Kontext sehen, wo steht er jetzt gerade. Und ich finde, da haben wir zum Thema Kultur, und das ist jetzt keine Fehlerkultur, sondern überhaupt so ein bisschen mehr Menschlichkeit und das normale Leben, weil ich sag mal, wir sind alle professionell unterwegs und wollen natürlich alle unseren Beitrag leisten für eine Aufgabe, für ein Projektteam, für was auch immer. Allerdings darf man nicht vergessen, und da freue ich mich so sehr, dass so oft momentan gesagt wird, der Mensch steht im Mittelpunkt. Ich fände es viel schöner, wenn wir auch echt mal gucken, was ist jetzt gerade bei unserem Kollegen los und wo können wir den auch unterstützen, weil zum Beispiel häusliche Pflege in der Familie ansteht gerade, was für einen bestimmten Zeitraum dazu führen kann, dass derjenige eben nicht die Leistung abliefert, die er sich am Anfang bei diesem Self-Directed Learning selber gesetzt hat. Okay. Dankeschön. Karl-Heinz, gibt es noch weitere Fragen? Ich hätte noch eine Frage, und zwar hänge ich so ein bisschen noch an diesen Sollwerten. Also ich verstehe die Ist-Analyse, dass da eine Erfassung stattfindet. Und die Sollwerte, also wenn ich der Diskussion so folge und auch den Ausführungen, kann ich mir die dann als Einzelner selbst entwickeln oder gibt es von der Organisation vorgegebene Sollwerte? Das habe ich jetzt eben noch nicht so ganz in dem Konzept verstanden. Okay, da müssen wir sicherlich in den nächsten Jahren auch noch Erfahrungen sammeln, will ich ganz offen zugeben. Was unsere Überlegung ist, ist, dass wir auf Organisationsebene diese Erhebung der Ist-Werte, der Wunschwerte machen und dann diese Ergebnisse nutzen, um in einem gemeinsamen Diskussionsprozess Sollwerte für die Organisation zu definieren. Und diese Sollwerte für die Organisation, die kann man jetzt dann quasi ins Verhältnis setzen zu den individuellen Ist-Werten, die ich bei mir feststelle. Das heißt, ich habe ja vorher diesen Kreis gehabt, da habe ich diesen Kreis mit den 16 Werten und sehe dann, bei welchen dieser Werte habe ich dann jetzt praktisch eine Übereinstimmung mit den organisatorischen Sollwerten, wo weichen meine Ist-Werte, das, was mir wichtig ist, deutlich ab von den Werten, die in der Organisation wichtig sind. Und daraus kann ich dann natürlich im Einzelgespräch mir überlegen, was bedeutet das für mich? Muss ich mich verändern? Ist es vielleicht so, dass die Diskrepanz so stark ist, zwischen diesen Ist- und Sollwerten, dass ich mir überlegen muss, ob ich noch in die Organisation reinpasse. Ich gehe mal zurück, um das Bild aufzurufen. Da muss ich aber weit zurückgehen. Okay. Also ich habe gerade gedacht, jede Firma hat eine Unternehmensphilosophie an der Wand hängen. Wir fördern Zusammenhalt und Zusammenarbeit. Da habe ich doch den Sollwert. Und dann kann man sagen, und also so kenne ich das, bei jeder Zielvereinbarung wurde sich die Unternehmenswerte angeguckt und dann wurde gesagt, okay, hier hast du Stärken, hier hast du Schwächen. Ja. Und wenn man das noch strukturierter eigentlich mit diesem Konzept erfassen könnte, wäre ich eigentlich fast glücklich im Vergleich, wenn der Vorgesetzte irgendwie seine persönliche, individuelle Meinung sagt. Ja, aber du hast das Problem genau auf den Punkt gebracht. Ich empfehle dir mal, die Sollwerte
die formulierten Werte von Volkswagen im Jahr 2005 anzuschauen. Die sind toll. Wir halten uns an Recht und Ordnung. Wir setzen vor. Also alles perfekt. Aber die standen halt in der Hochglanzbroschüre und auf der Website, wurden aber von den Menschen nicht verinnerlicht. Ja, deswegen soll ist. Ja, deswegen schlagen wir ja vor, einen Prozess zu starten, wo wir alle Mitarbeiter mit einbeziehen. Jeder Mitarbeiter kann seine Ist-Werte, also die Ist-Werte einschätzen, kann seine Wunschwerte einschätzen. Und wenn man dann quasi auf Basis dieser aggregierten Ergebnisse solch einen Entwicklungsprozess für die gewünschten Werte, für die Sollwerte im Unternehmen entwickelt, dann hat es eine ganz andere Akzeptanz im Unternehmen, trifft auch den Bedarf viel besser, als wenn man für viel Geld McKinsey einkauft und McKinsey die Werte, das Leitbild für das Unternehmen entwickeln lässt. Ja, ich stimme dir vollkommen zu. Wegen McKinsey gesagt haben wollte, da bitte ich um Nachsicht, hätte jeder andere auch nehmen können. Gut. Ich habe an der Stelle noch mal eine Frage, wenn ich noch mal darf. Das hört sich jetzt von dem Prinzip, wie ich das jetzt kenne, von wegen nach wem strebt man und wie geht man vor, das mit dem Leitbild ist das eine. Aber inwieweit ist das verknüpft mit den Ansätzen zur Wissensbilanz? Also da ist es ja Ziele, wo haben wir in den nächsten Jahren quasi, wo haben wir Felder, wo wir Unternehmensbereiche quasi weglassen, in welchem Bereich wollen wir uns neu orientieren, welches Wissen haben wir da, wie gehen wir strategisch vor, um dieses Wissen aufzubauen? Da gibt es ja Möglichkeiten. Also wenn wir solche Sollprofile, auch im Kompetenzbereich entwickeln wir ja auch Sollkompetenzprofile für bestimmte Funktionen oder Bereiche, dann starten wir immer mit einer ausführlichen Diskussion der strategischen Situation. Also wenn ich jetzt ein Team hätte, das jetzt auf Basis dieser aggregierten Ergebnisse diese Sollwert oder Vorschläge für die Sollwerte entwickeln sollte, würde ich immer damit einsteigen, dass ich zunächst mal die Frage stelle, was ist unsere aktuelle strategische Situation? Was sind die Herausforderungen in den voraussichtlichen Herausforderungen in den kommenden Jahren, um quasi mal in dem Team erstmal so ein gemeinsames Bild der strategischen Herausforderungen zu entwickeln. Und erst dann würde ich in die eigentliche Diskussion oder Entwicklung der Sollwerte moderierend überleiten. Es muss immer vor dem Hintergrund der strategischen Herausforderungen entwickelt werden, sonst macht es keinen Sinn. Ich hätte noch eine Frage. Gerne. Und zwar, wenn die Menschen Kompetenzen entwickeln, wie können wir in der Bildung diese Kompetenzen später speichern? Also wir haben momentan immer so eine Bildungsdokumentation, wo man ja später auch sagen könne, welche Person hat welche Kompetenzen. Aber wie können die jetzt mit so einem offenen System, sage ich mal, noch gespeichert werden? Ist da was vorgesehen? Also technisch ist das ja überhaupt kein Problem, die Ergebnisse der Kompetenzmessung dann abzuspeichern, die werden ja mit einer Software erfasst. Ich will aber trotzdem einen anderen Aspekt auf deine Frage einbringen. Wir machen sehr gute Erfahrungen damit, wenn wir die Kompetenzmessungen und die entsprechenden Beratungen der Einzelpersonen vertraulich gestalten. Das heißt also, wenn ich quasi als externer Lernbegleiter mit den Teilnehmern Gespräche führe, dann öffnen die sich also eigentlich fast ohne Ausnahme in ganz starkem Maße, weil sie wissen, da wird jetzt nicht jedes Kompetenz oder jede schwächere Kompetenz gleich irgendwo thematisiert. Und die Teilnehmer gehen dann mit ihren Kompetenzzielen zu ihrer Führungskraft. Ich plädiere immer dafür, jetzt weniger jetzt aus Sicht der Bildungsabteilung, ich verstehe deine Fragen natürlich sehr gut, ich plädiere dafür, weniger die Kompetenzmessergebnisse zu speichern. Die sollten eher eine Hilfe für den Mitarbeiter sein und quasi sein persönliches Eigentum, sondern die Performanceergebnisse messen. Das heißt, wenn ich jetzt mit meiner Führungskraft ein Praxisprojekt vereinbare,
dass ich dann zum Abschluss meines Projektes die Ergebnisse präsentiere und wir dann die Ergebnisse dieser Praxisprojekte oder auch, wenn ich schwierige Praxisaufgaben zu übernehmen habe, dass dann die Führungskraft die Ergebnisse meiner Arbeit einschätzt. Und das würde ich dann erfassen und speichern. Aber ich warne davor, Kompetenzmessergebnisse zu speichern, weil Sie können davon ausgehen, dass die Mitarbeiter bereits beim Ausfüllen dann daran denken, wie sollte ich bei dieser Frage antworten, damit ich nachher ein gutes Kompetenzprofil habe. Kurze Frage zu Anreizsystemen, das vorher erwähnt wurde. Ich habe so verstanden, auf sozialen Medien gibt es einen enormen Fokus auf diese Likes und Like-Button und so weiter. Meine Frage ist, inwiefern würden wir besser lernen, wenn es keine Like-Buttons gäbe? Kannst du mal erläutern, was du unter Like-Buttons genau verstehst? Also zum Beispiel, wenn ich auf irgendein soziales Medium etwas schreibe, und Menschen sagen, das gefällt mir und sie drücken, gefällt mir. Manchmal wird es mit einem Herz als Ikon oder es gibt andere Ikone auch, abhängig davon, welches soziales Medium es ist. Und meine Frage ist, ist das sinnvoll für Lernen? Und wenn ja, okay, können wir mehr machen davon? Aber wenn nein, was sollte man sonst machen? Ich könnte eigentlich nur noch mal auf meine Antwort von vorher hinweisen. Ich bin der festen Überzeugung, wir erreichen am meisten im Sinne von Lernmotivation, wenn wir die Mitarbeiter mit entsprechenden Herausforderungen bei ihrer aktuellen Situation abholen. Das heißt also, wenn Sie das Gefühl haben, wenn ich jetzt in diesen Lernprozess eintauche, habe ich bessere Chancen, diese Problemstellung, die ich mit meinem Chef vereinbart habe, zu lösen, als wenn ich das jetzt auf mich alleine gestellt oder so mache. Das heißt also, dieses Abholen bei solchen Herausforderungen, aber gleichzeitig auch das Signal, du bist in einen Ermöglichungsrahmen eingebettet, der dir hilft in der Kommunikation mit anderen, mit dem Lernbegleiter, mit guten Lerninhalten, dein Problem besser zu lösen, als wenn du auf dich alleine gestellt wirst. Und all diese anderen Dinge oder auch Badges und solche Dinge, die man so im Zuge von Gamification-Konzepten nimmt, halte ich persönlich jetzt nicht hier für wirklich hilfreich. Danke. Andererseits, wenn die Kollegen nach getaner Arbeit einem bestätigen, hey, hast du gut gemacht, und wenn es da leichte Möglichkeiten gibt, ich glaube, das motiviert auch, sich anzustrengen, beim nächsten Projekt dann wieder sich richtig reinzuknien. Wir sind jetzt leider auch am Ende. Die Stunde ist fast voll. Herzlichen Dank, Werner, erstmal für deine intensive und ausführliche Darstellung. Und herzlichen Dank euch, dass ihr so viele Fragen gestellt habt. Wir werden die Aufzeichnung jetzt beenden und in den nächsten Tagen dann ins Netz stellen, sodass all diejenigen, die heute nicht dabei waren, das nachhören können. Wir machen ja auch immer einen Podcast draus. Das meiste ist ja im Text und insofern reicht es manchmal, wenn man sich das nur anhört. Ich darf an der Stelle gleich hinweisen auf den nächsten CL-Sprint. Der findet diesmal nicht am Freitag statt, sondern am Donnerstagabend. Und das hat den Grund, dass beim nächsten Mal wir wirklich was tun wollen gemeinsam, wie es vorhin ja schon mal so angedeutet wurde. Und dazu brauchen wir möglicherweise ein klein bisschen mehr Zeit als eine Stunde. Aber die erste Stunde reicht auch, wenn ihr nicht mehr Zeit haben werdet. Und es geht um das Thema Liberating Structures. Und da haben wir zwei Experten gefunden, die haben gesagt, darüber können wir nicht viel reden, das müssen wir einfach mit euch machen. Und lasst euch mal überraschen, wie dann online Liberating Structures mit euch eingeübt werden. Ich glaube, das wird ein ganz spannender Prozess. Ist für die beiden auch noch neu, sowas virtuell zu machen und nicht nur offline in der Präsenzphase. Ja, das war's für heute. Schönen Dank fürs Mitmachen. Schönen Dank, Werner. Und ich beende jetzt die Aufnahme. Okay, also tschüss.